bis Langsamann Georg Lohnei, 57, und seine Gattin Amal, 40, bei gemeinsamen Auftritten meist gut gelaunt und verliebt strahlend. Neuesten Gerüchten zufolge soll es nun aber vorbei sein mit der Harmonie, um die beide von so vielen Menschen beneidet wurden. Angeblich hängt der Haussegen mächtig schief, weil sich das Paar bei der weiteren Familienplanung nicht einig ist. Im vergangenen Jahr wurden Georg und Amal Eltern der Zwillinge Ella und Alexander. Das Glück der Familie Lohnei schien perfekt zu sein. In Interviews zeigten sich die beiden überglücklich über den Familienzuwachs. Doch offenbar sollten die beiden Kinder für die erst der Anfang sein. Wie die amerikanische Ausgabe des OK Magazins unter Berufung auf einen Insider berichtet, habe die Menschenrechtsanwältin von Anfang an von einer Großfamilie geträumt. Georg soll vor der Hochzeit ebenso begeistert gewesen sein von dieser Idee, darauf habe sich Amal verlassen. Doch nun hat der Frauenliebling offenbar seine Meinung geändert. Zwei Kinder sind mehr als genug, sei nun seine Devise. Amal ist deshalb angeblich mächtig sauer und fühlt sich hinters Licht geführt von ihrem Ehemann. Wie OK weiter berichtet, habe Amal sogar bereits einen befreundeten Scheidungsanwalt kontaktiert, nachdem es wegen dem Kinderwunschthema schon mehrfach zum lautstarken Streit zwischen den beiden gekommen sei. Eifersucht soll ein weiteres Problem in der Ehe sein. Amal kann sich nicht damit abfinden, dass Georg nach wie vor gerne mal ausgiebig feiert und Frauen ihn immer wieder anschmachten. Nach Gala-Informationen aus Hollywood soll an diesen Gerüchten allerdings nichts dran sein. Ein Insider berichtet, die Ehe der beiden ist nach wie vor sehr stabil. Sie sind sehr glücklich über ihre beiden gesunden Kinder und haben derzeit keine Pläne für weiteren Nachwuchs.